Wunderlich, Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nun zu vorgerückter Stunde noch etwas Altbekanntes zum Unterhaltsrecht bzw. zum vorliegenden Antrag. Seit 2006 versucht Die Linke, alleinerziehenden Elternteilen bei den finanziellen Sorgen um ihre Kinder zu helfen. Rechtspolitisch wird das Ganze schon seit über 10 Jahren diskutiert. Da gibt es schon Beschlussempfehlungen des Rechts- und Familienausschusses aus den Jahren 2000 und 2002. Es gab sogar mal einen Referentenentwurf von der Regierung zur Änderung des Unterhaltsrechts, auch des Unterhaltsvorschusses, den ich noch in meiner Eigenschaft als aktiver Familienrichter damals auf dem Schreibtisch gekriegt habe. Dass die bisherigen Regelungen des Unterhaltsvorschussgesetzes nicht ausreichen, ist seit Jahren fraktionsübergreifend und bei den damit befassten Juristen wohl unstreitig und auch in der Praxis einhellige Meinung. Dass die Altersgrenze auf 18 Jahre angehoben werden soll, ist eine Lösung, die endlich umgesetzt werden muss. Keiner konnte bislang erklären, warum ein Kind mit 13 keinen Unterhalt mehr braucht oder wie es sich gefälligst selbst darum kümmern soll. Wie gesagt, es geht nicht um den Unterhalt für einen Elternteil, sondern um den Unterhalt für das minderjährige Kind. Und die Beschränkung auf 72 Monate muss ebenfalls fallen. Die Zahl der Einstellung der Zahlungen infolge Höchstdauer ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, von 39.000 auf knapp 44.500 Kinder. Und es muss einfach immer wiederholt werden. Der Unterhaltsvorschuss soll die finanzielle Situation von Alleinerziehenden und ihren Kindern verbessern, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht oder nicht ausreichend nachkommen kann. Der Unterhaltsvorschuss kommt damit unmittelbar den Kindern von Alleinerziehenden zugute und unterstützt alleinerziehende Elternteile vorübergehend. Aber auch nach diesem Vorübergehen, nach dem Sinn des Unterhaltsvorschussgesetzes, ist kein Unterhalt als Hilfe in einer vorübergehenden Situation, in der kein Unterhalt erhalten werden kann, muss doch die gegenwärtige gesellschaftliche Situation berücksichtigt werden. Die Dauer der Armutsphasen wird immer länger und häufiger. Die Armutsgefahr und die Zahl derer, die armutsgefährdet leben, wird doch größer. Nach der letzten Statistik fast 40% aller Kinder hier in Berlin. Außerdem ist nicht nachzuvollziehen, warum das Kindergeld in voller Höhe angerechnet wird, wenn bei regulärer Zahlung das Kindergeld nur hälftig angerechnet werden kann. Hier dürfen Eltern und Kinder doch nicht schlechter gestellt werden. Schon 2006 wurde im Ausschuss ein inhaltsgleicher Antrag der Linken zu einem solchen Antrag der Linken gesagt, Probleme richtig dargestellt, Lösungen aufgezeigt, leider falsche Partei. Die Probleme sind immer noch die gleichen. Die Lösungsansätze sind nach wie vor gut und ich bin immer noch in der richtigen Partei. Letztlich sind Kinder und Jugendliche die Leidtragenden, wenn die Eltern aufgrund einer verfehlten Arbeitsmarktpolitik und der damit einhergehenden Arbeitslosigkeit keinen Unterhalt zahlen können. Denn wie anders erklären sich die Zahlen aus der Antwort der Bundesregierung vom 5. Mai, also noch druckfrisch, nach der zum Teil die Quote der unterhaltsvorschussberechtigten Kinder in den neuen Bundesländern 4-mal so hoch ist wie in den alten Bundesländern. Und hier soll sich der Staat wieder aus der Verantwortung ziehen können. Mehrausgaben würden zum Teil durch Minderausgaben im Haushalt des Bundesarbeitsministeriums führen, da manch alleinerziehender Elternteil nicht mehr aufstocken müsste. Im Übrigen könnte der finanzielle Mehraufwand mit Einsparungen beim Betreuungsgeld finanziert werden. Und heute hat der Bundesfinanzminister noch Mehreinnahmen von 18,3 Milliarden Euro nach Steuerschätzung auch erwartet. Also das Geld ist da. Änderungen sind allerdings nach Auskunft der Bundesregierung nicht geplant, aus Kostengründen. Seit Jahren kann hier jeder zusehen, wie Milliarden für marode Banken verpulvert werden, Rüstungskonzerne Gelder bekommen, weil weniger Kriegsgerät abgenommen wird. Bundesrechnungshof und Bund der Steuerzahler monieren immer wieder den Umgang mit Steuermitteln. Aber hier, wo es um die geht, die es am nötigsten brauchen und unsere Zukunft sind, da heißt es, ich zitiere, insbesondere aus haushälterischen Gründen nicht vorgesehen. Schade, dass Frau Schwesig nicht da ist. Frau Ferner, bestellen Sie einen schönen Gruß. Sie soll sich einen Ruck geben. Sie ist in der Situation, das zu ändern. Sie soll es machen. Sie ist hier angetreten, nach eigenem Bekunden, auch um den Alleinerziehenden zu helfen. Sie soll es endlich machen, und zwar wirksam machen, damit man ihr nicht möglicherweise in 3 Jahren die Frage stellen muss, Frau Schwesig, warum sind Sie Familienministerin geworden? Floristin wäre doch auch was Schönes gewesen. Jetzt sagen wir nichts zu den Floristen. Nächste Rednerin ist Gudrun Zollner.